Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Tenants hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir müssen fleißig Geld dran bekommen, damit wir dann uns noch eine Wohnung kaufen können. Unseren Kredit vielleicht auch loswerden. Ich bin noch am überlegen, ob ich den Kredit vielleicht vorher loswerden will oder nicht. Bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall braucht man Kohle. Und das nicht zu knapp. Hier würden wir 109.000 brauchen, 130.000 für eine Wohnung. Und hier hinten irgendwo war noch eine, oder? War nicht gerade drei im Angebot? Ah, dann habe ich mich verguckt. So, ohne mal die Richtung. Ah, dahin ist noch eine im Angebot. Genau, irgendwo hatte ich noch eine gesehen. Die kostet 112.000 für 12 Quadratmeter. Und hier hätten wir 130 für 25 Quadratmeter. Das ist natürlich wesentlich besser. Und hier haben wir 109.000 für 28 Quadratmeter. Ich denke mal, die werden wir dann als nächstes kaufen können, wollen oder so. Je nachdem, wenn sie denn zum Kaufpreis ansteht. Gut, also wir müssen Geld beziehen. Wir können erstmal ganz kurz unsere Mietverhältnisse nochmal angucken. Da sehen wir, dass er noch 16 und 6 Tage hat. Also hier müssen wir bei Eden Galvin, müssen wir mal gucken, dass wir da eventuell nachverhandeln, beziehungsweise gucken, wie sie denn, oder was denn, ich weiß nicht, ob ich sie rausschmeiße und dann da vielleicht eventuell die Wohnung mal renovieren. Aber momentan kriege ich Geld dort, also von daher Cashflow 602 plus. Okay, ne? Naja, gucken wir mal. So, heißt also, wir brauchen Jobs. Ich suche jemanden, der meine Wohnung ein neues Badezimmer baut. Bevorzugte Möbel, ne, bevorzugte Möblierung, erster Eindruck, Wände unwichtig. Nehmen wir mal an und dann gehen wir dorthin. Ah, hier muss ich Verhandlungen machen. Okay, jo, du mit dir. Wandel, Vertragsverlängerung, komm, mach 60 Tage draus. Was hat die Ratten? Mach ein Angebot. Boah, klar, oder? Unter 600 wollte ich eigentlich nicht fallen. Okay. So, das war erfolgreich. Hier müssen wir jetzt hin. Hier müssen wir jetzt, Moment, ich muss da mal meinen Onkel hinschicken. 1600 kann ich leider Gottes nicht. Jetzt sind ja auch noch 4 Ratten, also von daher müssen wir ja bloß 4 Mausefallen aufstellen. Machen aber schöne Geräusche, muss ich ehrlich sagen. Ich mag das Geräusch von Mäusen. Piepsen und so. Das mag ich schon. Zack. Okay, so. Sie freut sich. Kurz die Nachricht lesen, damit da oben nichts irgendwas ist. Dann machen wir hier ganz kurz die Bezahlung. Und dann gehen wir hier zum Renovieren. Ab zum Renovieren. So, Cashflow ist auch ein bisschen gestiegen. Und hier soll man ein neues Badezimmer reinbringen. Haben 5.100, okay. Gut, Renovierung starten. Dann sind wir mal voll dabei. Und werden hier mal das Badezimmer machen. Und dann müssen wir hier was gelb streichen. Na gut, dann kriegst du aber so ein richtiges Kackgelb. Wände sind eigentlich unwichtig. Aber egal, du kriegst ein richtiges Kackgelb hier rein. Jetzt, wenn du das unbedingt haben willst, dann geht das da rein. Renoviere die Wohnung. Gibt es hier irgendwas? Eine Wand und Wandpflanze. Das sind noch bevorzugte Möbel. Die müssen wir dann noch mit einbringen. Alles klar. Gut, die sind ja neu. Die haben wir irgendwo neu dazugekriegt. So, Boden ist ihr nicht ganz so wichtig. Ich möchte aber einen aus Stein haben. Ja, komm hier, Marmor im Bad. Das ist auch immer gut. Ganz schön groß, die Marmorpaletten. Aber okay, was willst du machen? So, dann brauchen wir Toilettenpapier. Jetzt wurden die 3.000 von der Bank vom Kredit wieder eingezogen. Okay. Und dann nehmen wir hier mal das teuerste Toilettenpapier, was wir finden können. Und mal gucken, was wir noch alles einbauen müssen. Eine Klobürste brauchen wir noch. Okay, hier haben wir eine Klobürste. Dann brauchen wir eine Toilette. Fancy Toilette hier. Guck mal, da gibt es eine richtig fancy Toilette. Oh, die sieht toll aus, die fancy Toilette. So, das sieht auch richtig fancy aus. Haben wir auch schon einen Großteil des Geldes ausgegeben. Okay, dann brauchen wir noch ein Waschbecken. Eins für die Ecke. Oh, das ist natürlich auch mal was Schönes. Das hat man ja auch noch nicht. Könnte man aber hier mal in die Ecke einbauen. So, das sieht doch schon mal ganz cool aus. Macht natürlich die Spiegelverarbeitung ein bisschen schlechter, aber man wird es so machen, ne? So, Badewanne oder Duschkabine. In dem kleinen Bad würde ich jetzt so eine kleine Duschkabine hier einbauen. Natürlich doof dann mit dem Fenster, ne? Dann ist das Fenster zu. Warte mal, dann müssen wir erstmal. Dann gehen wir erstmal. Dann müssen wir das Klo mal noch ganz kurz hier nochmal
Dann kannst du aus dem Fenster gucken, während du auf dem Top sitzt. Das ist aber schon auch nicht schlecht. Kann man die Leute beobachten. Moment, es kribbelt in der Nase. Oh. Dass man niesen und husten gleichzeitig. Das war gar nicht gut. Also unterdrückt das Niesen sozusagen. Ah, puh. So. Okay, dann kommt hier in die Ecke. Nee, die Duschkabine, die kommt hier in die Ecke. Zack, das sieht doch toll aus. Da freut man sich doch. So, 2300 haben wir noch über. Das heißt, jetzt können wir nochmal bevorzugte Möbel angucken. Eine Wanduhr und eine Wandpflanze. Eine Wanduhr nehmen wir natürlich diese hier. Die kommt dann hier neben die Dusche hin. Zack, oben ran. Sehr gut. Und eine Wandpflanze, dann nehmen wir natürlich hier die für 90 Dollar. Und die hängen wir erstmal hier hin. Und ich würde sagen, wir hängen auch noch eine hier, so dazwischen den Fenstern. Das sieht auch immer gut aus. Und was haben wir hier hinter der Tür? Da machen wir einen Mannshohen Spiegel hin. Da kann man sich den ankleiden. So, würde ich sagen, haben noch Geld über. Noch irgendwas Schönes, was man da so hinbauen könnte. Machen wir gegenüber vom Klo aufhängen, Dream Big. Das ist aber auch falsch. Das ist egal, komm. Zack! So, hast du noch einen Motivationsposter da, dann kannst du noch einen großen Traum träumen. So, beim Händewaschen kannst du auch rausgucken, kannst die Leute beobachten, Lappen rauswerfen, irgendwas machen. Sehr schön. Gut, ich würde sagen, den Job, den schließen wir ab und gucken uns mal an, wie wir den bewertet kriegen. So, das Fancy Klo sieht erstmal schon, trifft auf, oh, auf Liebe. So, die Uhr, die trifft auch auf Liebe, weil sie ja Uhren mag. Nee. Schlecht gelaunt deswegen wegen der Uhr. Habe ich die falsche Uhr angehangen? Aber die Pflanze findest du wieder gut. Okay. Hier steht ein Krankenwagen vor der Tür. Okay. So, da ist auch viel Liebe mit dabei. Und dann. Wo sieht es denn jetzt hin? Erfolgreich. Na ja, gut. Abgeschlossen haben wir ihn. Okay. Wir öffnen mal die App mit den Jobs. Haben sogar 5 Sterne gekriegt. 2520 Dollar haben wir bekommen. 420 Dollar Prämie, weil wir so gut gearbeitet haben. So, hier müssen wir was bezahlen. Alles bezahlen. Sehr schön, Elektrizität. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ja, 658. Hier oben machen wir auf jeden Fall mehr Einnahmen. Na egal. So, okay. Das heißt, wir haben noch eine Nachricht gekriegt von der Bank. Genau, wir haben ein Stück vom Kredit bezahlt. Und dann gehen wir mal ganz kurz in die Bank-App. Und dann sehen wir, dass momentan noch 46.000 Kredit offen stehen. 2915 Kosten würde das Ganze, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich den aufnehmen kann. Anbot nicht verfügbar, ob ich den 100.000 aufnehmen kann, aber lass das mal lieber. Noch ein Kredit, dann habe ich echt Schwierigkeiten, das dann noch mit Jobs zu finanzieren alles. Ich habe ein paar laute Mieter, die mir Kopfschmerzen bereiten, kann sich jemand darum kümmern. Vielleicht 2 Nachrichten gekriegt, okay. Guten Tag, Marcel Schröder. Ich sollte mich bei dir melden. Anscheinend schmeißt du den Laden. Okay, kein Stress. Ashley Benjamin, 2 Vornamen. Justin Booth, ja. Okay, also wir haben jetzt 2 neue Mieter, um die wir uns kümmern müssen. Babysitter-mäßig, 8 Tage lang. Wir haben 5150 Geld zur Verfügung, falls irgendwas ist. Und ja, soll mich da um die Bedürfnisse kümmern. Da kann ja nur Blödsinn bei passieren. So, gucken wir weiter. Jobs. Was haben wir hier noch? An alle Makler, ich brauche jemanden, der den perfekten Mieter für meine Wohnung findet. Mindestens eine Vormietung, Budget 1215. Ach, nö, das interessiert mich nicht so. Ich eröffne eine neue Arztpraxis in diesem Stadtteil und brauche einen Raumanstand angeforderte Raumerneuerung, Budget. Na, Arztpraxis. Das nehmen wir doch mal an. Wir machen eine Arztpraxis. Dann gehen wir mal hin. Zack. So, hier soll eine Arztpraxis entstehen und da haben wir ja einiges hier drin. Oh, guck mal, da sind Spielautomaten drin und was nicht alles. Da starten wir doch mal die Reinigung. Und dann reinigen wir hier mal. So. Dann versuchen wir das mal zu reparieren hier. Wir könnten noch den Schrott verkaufen. Hat nicht geklappt. Schade. So, hier ist die Chance wesentlich höher. Das hat geklappt. Dann verkaufen wir den aber auch. Den nehme ich nicht an, damit wir unser Budget erhöhen hier. So, dann haben wir ja das Budget wieder raus. 1200 hätten wir sogar dazu gekriegt. So haben wir jetzt 1300 ein bisschen was dazu gekriegt. Verlassen wir die Wohnung und dann können wir das Renovieren starten. Interessant sind die kleinen Buchten hier unten. Ich weiß noch nicht, ob man da. Ich weiß gar nicht, ob ich Wände auch rausreißen kann, wenn ich möchte oder so.
Ja, den möchte ich gern verlassen und jetzt muss ich mir die Renovierung starten. Von einer Arztpraxis. So, und da haben wir Wartezimmer, Büro, Badezimmer, Badesimmer. Ich denke mal, die Badezimmer werden dann immer das sein hier. Aber da Klosett und Waschbecken und alles unterkriegen, das könnte natürlich aber auch sehr kritisch werden. Gut, Badezimmer braun. Das eine möchte braun werden, das andere grün. Nehmen wir hier braun gestreift. Ah, passt. Nehmen wir das als Badezimmer hier. Braun gestreift, passt doch zu der gestreiften Tür. So, was brauchen wir da noch drin? Wir brauchen einen Laminatboden. So, das sieht schön aus. Toilettenpapier brauchen wir. Der muss ja eher funktional sein. Dann brauchen wir eine Toilette. Muss ja auch eher funktional sein. Und dann brauchen wir noch ein Waschbecken. Und eine Klobürste. Warte mal, Klopapier kann ich das dann da an die Fensterbank anbringen? Kann man sogar auf verschiedene Höhe anbringen, okay. Und eine Klobürste brauche ich noch. Da nehmen wir hier auch eher eine funktionale. Zack, dahin gestellt. Dann ist das Bad schon mal fertig. So. Dann müssen wir hier grüne Wand machen. Ja, okay. Keine Ahnung, warum das Band, die eine Wand braun, die andere grün sein muss. Ich hätte sie auch grün gemacht, aber... So, hier hätte gerne eine Fliese drin. Behalten wir natürlich den grünen Ton bei. Beim Toilettenpapier machen wir natürlich keine Gefangenen. Nehmen wir genau das gleiche. So, das bauen wir mal da an. So, dann gibt es hier eine Klobürste. Mehr mit dem Ding. So. Dann gibt es eine Toilette. Und dann gibt es hier auf der anderen Seite das Waschbecken. Sehr schön. Gut. Also Klo, Waschbecken, Klobrille, alles ist da. Wunderbar. So, dann haben wir ein Büro und das Wartezimmer. Wartezimmer würde ich sagen ist das hier und das ist das Büro. Aber gut, wir werden mal gucken. Hier sollen die Wände auch grün werden. Aber dann nehmen wir natürlich ein paar bessere Wände. Die Rose hat Geld überwiesen, das ist schon mal so. Was ist das denn da unten? Bin ich weggemacht? Alles doch weg. Kann ja da bleiben. Wird eine Heizung sein, ne? So, den Boden möchte ich ja gerne einen Teppich haben. Da bleiben wir natürlich dem Grün treu. Ja, wenn schon, grüne Wände, dann auch grüner Teppich. So, was hat er denn nicht überhaupt? Fußböden und Wände sind ihm wichtig. Okay, gut. Naja, dann. So, eine große Pflanze hättest du gern. Naja, das ist klar, im Wartezimmer. Wer hätte da nicht gerne große Pflanzen? So, einen Läufer. Ein Läufer. Ja, der muss sich ein bisschen abheben. So, Motivationsposter. Atemberaubend. Deine Zeit wird kommen. Sei mutig. Bleib cool. Bitte lächeln. Ach, hier kommen bitte lächeln. Hallo. Anna. So. Gut, haben wir einen Sessel, dann nehmen wir natürlich hier so einen richtig schönen, grünen, ollen, alten Sessel. Und nun wieder. Ach, Cindy, was hast du denn? Hat auch schon die Beträge überwiesen, schon die Verspätung, hallo du, ich glaube es nicht, überall in der Wohnung sind Kakerlaken. Oh, ich sag mal hin, muss ich Kakerlaken jagen? Das hat schon mal gut geholfen. Hat das auch gut geholfen. So. Sehr schön. Gut, dann haben wir das geschafft. Nachrichten. Cindy Rose ist dankbar. Wunderbar. So, das heißt, jetzt müssen wir wieder Renovierung. Bitte weiter renovieren. So, bitteschön. So, wir haben den Dings haben wir hingestellt. Wir brauchen jetzt noch ein Sofa. Und dann nehmen wir natürlich auch ein grünes Sofa. Ne? Das passt ja jetzt so farblich wunderbar da rein. Das ist ja nur fair. Wie war denn die andere Taste zum Drehen? C. So. Kann ich den nochmal ganz kurz bewegen? Dann bewege ich den mal hier so in die Mitte. So, dann nehmen wir nochmal das grüne Sofa. So. Wunderbar. Sieht so aus, passt aber rein. So, hier müssen die Wände auch grün werden in der Arztpraxis. Was ist denn das für ein Arzt, dass hier so auf grün steht? Das ist ja ultra komisch. Ich finde grün ganz fürchterlich als Farbe. Also zumindest an der Wand. Na gut, egal. So, mit dem Holz unten würde ich immer sagen, geht das aber noch. So, dann brauchen wir einen Boden. Oh, da können wir natürlich dann mal, denn nehmen wir die Eschenpaneele, die sind schön hell.
Okay, da hat jemand ausstehende Beträge bezahlt. Das ist gut. Dann brauchen wir Motivationsposter. Dream big und you are breathtaking. So, das sieht richtig scheiße aus. Na egal. So, eine große Pflanze hätte er ganz gerne. Du kriegst aber eine andere Pflanze hier rein. Du hättest gerne ein Regal. Ich finde das ja cool hier, ne? Aber das hat auch was hier. Oder? Das wird für so eine Arztpraxis. Wie immer R drückt, um es zu rotieren, ne? Zack. Dann Regal drin. Ein Gemälde hätte er natürlich auch noch gerne. Naja, gut, dann nehmen wir mal ein schönes, großes Gemälde hier. Komm hier gar nicht an die Wand ran. Das ist doch was. Das ist doch mal ein Gemälde. Geld haben wir noch. Wir müssen bisschen was ausgeben. So, ein Stuhl für den. Das ist der Patient. Ja, das ist der Patient. Aber der soll auch bequem sitzen. So. Dann brauchen wir noch ein Sofa. Ja gut, da müssen wir natürlich den Sachen bleiben. Achso. Da müssen wir natürlich den Sachen hier treu bleiben mit dem Sofa, aber da will ich natürlich nicht vors Gemälde stellen. So. Ein Bürostuhl und ein Schreibtisch. Schreibtisch machen wir hier so ein. So ein schön problematisches Ding hier. So. Und dann noch ein Bürostuhl dazu. Und dann nehmen wir natürlich hier den Teddy-Sessel. Nee. Nehmen wir den hier. So. Gut, ich würde sagen, damit sind wir durch. Gibt es noch irgendwelche besonderen Gegenstände, die ich unbedingt haben will? Wanddekoration, ein Grammophon. Finde ich denn ein Grammophon? Achso, ich muss erstmal hier ganz kurz umgucken, was ist für eine Nachricht hier. Hör zu, ich habe ein Problem. Ja, Profi schicken. So, ein Grammophon. Wo finde ich denn ein Grammophon? Das ist ein Grammophon? Das ist ein Grammophon. Komm, dann kriegst du noch ein Grammophon dahin. Und Wanddeko. So, ein bisschen Wanddeko findest du cool. Kriegst den Kalender rangehangen. Gut, okay, dann haben wir das. Und dann würde ich sagen, schließen wir mal den Job ab. Und dann gucken wir mal, was der Herr Doktor sagt dazu, zu seinem schönen neuen Büro. Wo ist er denn? Wo rennt er denn hin? Hallo, Herr Doktor, wo ist du? Da, guckt er jetzt gerade. Skeptisch, sagt er. Regal. Oh. Find er gut. Okay. Die teure Gemälde guckt er gar nicht erst an. Geh hier ins Klo rein. Klopapier, sieht er von draußen, muss er nicht reingehen zu. Oh, gefällt ihm nicht so unbedingt. Und der Gesamteindruck. Oh, das finde ich schon wieder ganz gut, okay. So, dann schreibt jetzt die Bewertung. App öffnen. Spieler, Bewertung. 5 Sterne für die Renovierung gekriegt. $810 extra. Das ist natürlich echt gut, ne? Muss man ehrlich sagen. So, benötigte Möblierung war okay. Alles andere haben wir sehr gut erledigt. Das gab gut Geld, ne? Da sind wir bei über 50.000. Sehr schön. So. Eine Arztpraxis haben wir gebaut. Jetzt haben wir wieder hier einen Elite-Auftrag. Ihr Landratten perfekt für die Kabine des Kapitäns bauen. Bauen Sie eine neue Kabine. Ja, machen wir gleich. Warte. Wir bezahlen hier erstmal schnell. So, okay. Was haben wir noch Schönes? Verhandlung. Oh, hier muss ich verhandeln. Mit ihr schon wieder. Warte mal. Mal her. Mache ein Angebot. Mache ein Angebot. Mache ein Angebot. Akzeptieren. So, habe ich jetzt mehr Geld oder weniger Geld als vorher? Weniger als vorher. Okay, schade.
Wusste ich nicht. So, was haben wir hier jetzt noch Schönes gekriegt? Eine Nachricht, zwei Nachrichten. Heizung funktioniert nicht mehr, muss ich den Profi schicken. Was macht sie denn dafür Geräusche? Alles klar. Und du, was hast du für ein Problem? Ah ja, okay, du hast mir Geld überwiesen, das ist kein Problem, das ist sehr schön. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt müssen wir hier nochmal ganz kurz bei den Babysittern mal gucken, was das überhaupt für... Oh, das ist eine große Wohnung, die sie da haben. Ach, hier kommt auch gerade die Bewertung rein. Na, sehr schön. Das kann ja dann nur positiv enden. Nochmal Geld aufs Konto spielen. Ei, ei, ei. So. Na komm. Gib mir meine 5-Sterne-Bewertung. So. App öffnen, Spieler, Bewertung. 5 Sterne, 2100 Dollar wieder verdient. Sehr gut, da sind wir schon bei 53.000 jetzt. Haben wir also gut am heutigen Tage 10.000 aufs Konto gebracht, obwohl der Kredit abgezogen wurde. Also das ist schon mal ganz gut. Das läuft also schon mal alles in die richtige Richtung. In Richtung Kapitalvermehrung. Wir können ja mal gucken, ob jetzt irgendwie hier ein anderes Haus gerade zum Verkauf steht. Ne, es sind nur noch die gleichen. Ah, hinten ist noch irgendwas. Aber das kostet 87.000 für 18 Quadratmeter. Naja gut, das ist aber schon fast erschwinglich. Also da könnten wir schon fast drankommen. So, gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.